Ja, es zeigt ja schon einiges, dass er den Schlüssel in diesem Bild mit dem Team versteckt und nicht in dem Bild mit seiner Frau, oder? Ich vermute jetzt, dass es seine Frau ist. Seine Freundin, Frau. Er hat ja auch einen Sohn, also... Hier ist auf jeden Fall noch einiges Spannendes zu erfahren. Und ich bin auch ganz froh, dass ihr das mit mir gemeinsam macht. Das sind die macht. Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht alles. Oder eigentlich weiß ich noch nicht viel das von der Story. Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Ja, und deswegen finde ich das jetzt gemeinsam mit euch alles raus hier. Ich räume das morgen weg. Ja, ja. Also der verschiebt hier anscheinend seine Aufgaben auch immer wieder aufs Neue. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Tja, so kann man's ausdrücken. Mein Bett. Das haben wir aber schon gehört. Und da unten ist das mein Gleiche. Bett. Tja, wir haben Öl. Vielleicht sollten wir uns mal das ansehen, was er zu den Objekten sagt. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. So. Der Schlüssel zu meinem alten Leben. Manche Dinge wird man nicht so leicht los, wie man es sich wünschen würde. Ich habe eine grobe Idee, wo uns der Schlüssel möglicherweise hinführen könnte. Wir gehen mal wieder hier nach draußen. Draußen haben wir uns ja auch noch gar nicht umgeguckt bisher. Ich vermute, dass der Schlüssel möglicherweise hier unten zu der Tür passen könnte. Hier ist Müll. Der interessiert mich jetzt aber auch noch. Den sehen wir uns doch glatt auch nochmal an. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Okay, da können wir jedenfalls im Moment nichts mit anfangen. Vielleicht später mal. Hier schwimmt noch eine Flasche. Ein Boot. Können wir auch nochmal schauen. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt. Aber noch schwimmt es. Muss ja. Gut, eine Reuse. Die könnten wir eventuell... Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ah, ja. Ich habe schon alles versucht. Aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Gut, also im Moment können wir damit nichts machen. Vielleicht später. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. So habe ich es vermutet. Dann gehen wir mal rein. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Also dann müssen wir halt jetzt den Schlüssel nehmen und die Tür mal aufschließen. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Und dann können wir rein. Hier ist eine Abdeckung. Die können wir dann bestimmt mal darunter machen. Ich will mir das auch gar nicht ansehen. Dann wollen wir mal sehen, was drunter ist. Ein Schreibtisch. Tja, okay. Heimlabor, Kommode, Lattentür. Können wir bestimmt öffnen. Fahrrad. Vielleicht können wir die Kette nehmen vom Fahrrad. Ah, Duves Fahrrad. Das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Ah, okay, wie wir damit zusammen die Atlas... Und während ich auch... Schon komisch. Was gibt's hier hinten drinnen noch?
Fahrradschlauch, ja, das wollte ich nämlich. Genau. Den können wir nämlich bestimmt abmontieren. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Okay. Vielleicht, hier irgendwo? Ansehen? Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Kommode? Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. So. Dann können wir hier ja super viel machen, wenn hier nichts mehr da ist. So, durchsuchen können wir jetzt. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Das ist doch schon mal was. Dann können wir vielleicht... Das bezieht sich... Ah, hier sind Akten. Die können wir vielleicht auch noch anziehen. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Möglich wär's. Wenn wir das jetzt mal lesen. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Na dann. Würde ich sagen, wir versuchen es nochmal. Gucken uns den nochmal an. Wir brauchen bestimmt ein alter Fahrradschlauch. Schraubenzieher. Also, geh mal hier nochmal zur Seite, sonst sehe ich ja nichts. Und dann versuchen wir das mal, ob wir das hinkriegen. Mal sehen. Ah, wir kriegen zu. Hallo? Mist. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie, ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... So, dann können wir jetzt uns mal mit der Frau unterhalten. Fay heißt sie. Worum geht's ja, denn? Oder Fay. Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Was können wir denn noch fragen? Fragen wir Sie doch mal, ob Sie vom Militär... Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Ja. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. So, die möchte uns nicht viel verraten. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Naja... Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Der Mann setzt Prioritäten. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall einen Fahrradschlauch. Und ich vermute, den können wir als Keilriemen verwenden. Wir können ja auch noch mal den Hubschrauber ansehen vorher. Ach, den können wir auch noch betreten. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Bestimmt erst später. Aber wir probieren es trotzdem aus. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. Alles klar, habe ich mir gedacht. Dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zum Fogger. So, also. Wir können den Fogger öffnen und den Fahrradschlauch da reintun. Denke ich mir jedenfalls. Dann sehen wir uns das nochmal hier an.
So, dann nehmen wir den Fahrradschlauch und dann... Wahrscheinlich müssen wir erstmal den alten... Ich sollte erst einmal den alten Keilriemen entfernen. Ja, die liebe Logik. So, dann müssen Unsinn. Wir... Unsinn. So. Einmal entfernen. Weg damit. Und dann den neuen da rein. Mist, zu lang. Mhm. Und was machen wir jetzt? Haben wir hier irgendwelche Möbel? Der Schlauch ist zu lang. Was können wir mit dem Schlauch machen? Damit er kürzer wird. Nehmen. Vielleicht können wir den auch verknoten. Ein alter Fahrradschlauch. Hm. Ich glaube ja kaum, dass wir was mit dem Schrauben. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Und wenn wir mit dem Schraubenzieher. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Hm. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Okay. Wenn der Schlauch zu lang ist, tun das trotzdem mal da rein. Mist, zu lang. Wir haben ja jetzt hier noch das Öl. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Und jetzt ist aber immer noch der Schlauch zu lang. Und was wir jetzt mit dem Schlauch noch machen können, das weiß ich nicht. Schlüssel wird uns hier gar nichts bringen, oder? Nein. Der Schraubenzieher? Hm. Vielleicht, wenn ich den Schraubenzieher irgendwo festmachen könnte. Ja, und wo? Selbst wenn der Schraubenzieher in Ordnung wäre. Das Gewinde ist im Eimer. Mhm. Ja, da müssen wir jetzt mal hier ein bisschen ausprobieren. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Irgendwo muss der Schraubenzieher hier bestimmt hinpassen. Nur wo ist die Selbst Frage? Wenn der Schraubenzieher in Ordnung wäre. Das Gewinde ist im Eimer. Oder natürlich, es könnte auch sein, wir brauchen noch mehr Sachen, die wir jetzt nicht haben. Also schauen wir uns das mal an, was er jetzt dazu sagt. Es bewegt sich wieder reibungslos. Okay. Und zu dem Laufrad? Scheint in Ordnung zu sein. Und zu der Schraube? Vielleicht können wir die ja wegnehmen. Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Ich habe eine Idee. Wir entfernen die Schraube. Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Und stecken dann den Schraubenzieher da rein. Haha. Passt. Sehr schön. Und jetzt müsste das Ganze doch eigentlich funktionieren, oder? So, Klappe können wir wahrscheinlich jetzt gar nicht zumachen, aber das ist egal. Wir versuchen jetzt einfach mal den Fogger zu starten. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Können wir das denn schließen? Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Okay, dann versuchen wir mal das zu nehmen. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Okay, können wir nicht nehmen. Dann gehen wir mal runter zu unserer Freundin und fragen sie, ob sie uns nicht vielleicht helfen kann. Das macht die doch bestimmt, ist doch eine nette Person. Die hat sich jetzt hier auch schon beschäftigt. So. Ansprechen. Hm, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich könnte ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig?
Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Ja, ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. So, die kommt jetzt mit.